Sie werden also niemals in dieses authentische Reale hineinkommen. Sie werden niemals das Unvermeidliche, durch welche Zauberformel auch immer, vermeiden können. Aber sind Sie doch froh, sagte jemand. Das Leben meint es doch nur gut. Sind Sie doch froh, dass es den Tod gibt, damit das Leben sich erneuere, damit das Leiden und die Mühen verteilt werde. Sind Sie doch froh über die Unverwüstlichkeit der Drittveränderungsorgansysteme, die alle Unterwerfung, die allen Hass, die allen Überwältigung, alle Gewalttätigkeit in Liebe umverwandeln erneut. Sind Sie doch froh, dass das Leben Sie schützt, nicht in das kalte Firmament des Hochvakuums der unendlichen Leere einzutauchen, sondern in wohliger Geschütztheit und Umarmung eine bestimmte Zeitspanne. Diese Phänomene betrachten dürfen, ohne wissen zu müssen, wieso das so ist, wie es ist. Ich wollte wissen, warum das so ist, dass das Leben sich selber schützt, indem es sich dem Unsäglichen zwar kurzzeitig aussetzt, aber dann es sofort wieder verschließt und unkenntlich macht und vergessen. Und das haben wir nun aufs Tapet gebracht.